Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed 2. Hier ist euer Don. So, willkommen, liebe Gaming-Freunde. Wir machen genau hier weiter, wo uns gesagt wurde, dass Leonardo nach Venedig ist. Der Medici-Umhang ist... Mal sehen, ob ich das hier habe. Ich suche es sonst heraus. Okay, so der Medici-Umhang. Bevor mich hier noch jemand beklaut. Ist in Florenz und in Toskana. Das heißt, solange wir in der Florenz und Toskana uns bewegen, ist das okay. Sobald wir aber uns in andere Stadtteile begeben werden, dann wird das uns Ärger verschaffen. Daher schalte ich wieder zurück auf den schlichten Umhang. Damit uns Ärger erspart bleibt. Wohin müssen wir? Wir müssen in die Berge. So sei es. Nicht in öffentlichen Gewässern. Vergesst nicht, das Gärten ist grundsätzlich nur... Komm, hab keine Angst. Ich will doch nur heilen. Hey, Stronzo! Stimmt was? Du bist nur ein Stück Scheiße! Ja, das habe ich gemeint mit den in den Wochen reinrennen. Hey, kein Grund überzuschnappen! Im Normalfall passiert euch nichts, aber manchmal ist es ziemlich langweilig und nervenaufreibend, sich mit diesen Typen auseinanderzusetzen. Ich bin eine Mad, ein Nein, das bist nicht, du nicht. Fast geschafft. Ups. Sorry, du. Bitte verschont mich, Herr. Hier nehmen wir das Pferdchen. Unsere Reise führt jetzt uns nun in die Berge. Andiamo! Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio,
Ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will. Ja, man lacht die Leute nicht aus, jetzt ja, das ist nicht lustig. So, und somit starten wir die Erinnerung 2 in der Sequenz 6. Da nun Leonardo einen neuen Job bekommt Venezia, in Venedig. So eine schöne Stadt, so viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich! So, hier. Sie versuchen rauf zu klettern. Wirf sie wieder ab! Müssen wir. Zickzack. Jemand ist oben drauf! Fahr in die Kurven, um ihn abzuwerfen! Zickzack fahren. Aber wir müssen aufpassen, dass die Kutsche nicht kippt. Beschleunigen braucht ihr nicht. Das macht das Spiel automatisch. Ihr dürft natürlich auch gegen die Wand fahren. Also leicht an die Wand. Sollte dann auch die Gegner runterholen. Pass auf, lass die Kutsche nicht kippen. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Es sieht ziemlich einfach aus und es braucht jetzt so eine Konzentration. Halt dich gut fest, das wird ein bisschen hart. Ja, das wird vor allem auch lustig. Zusätzlich müssen wir den Flammen ausweichen, so gut es geht. Sollten wir das nicht schaffen, dann werden wir einfach desynchronisiert und wir starten Sequenz neu. Dürfte aber nicht so ein Problem werden. Hinter dir! Tu irgendwas! Sei vorsichtig, oder wir können sie nicht mehr reparieren. Halt durch, Ezio! Fast geschafft! Ja, es ist fast durch. Los, Leonardo! Sie wollen mich, nicht dich! Ich treffe dich später wieder! Wunderbar, so jetzt gibt es noch eine kleine Kampf. Komm schon. Und einer weniger. Ach komm schon. Der nächste bitte. Angriff!
die Lager einziehen. Letzte Worte. Halte die Decke hoch. Irgendwann ist es nicht. Komm schon. Gerät aus Padua waren, damit ein Gemächt anstellen soll. Ach, komm schon, der Nächste. Gebt euch keine Blöße, Männer. Der Kerl ist kein Tölpel. Denkt an euren Drillmänner, flankiert ihn und haltet es einfach. Okay, hier ist es nun zu blöd. Und noch einmal. Jetzt habe ich zu früh. Mal sehen, ob wir hier etwas Medizin bekommen. Wenn ich mich richtig erinnern mag, gibt es hier irgendwo ein, zwei Schatzkisten, die versteckt sind. Aber die kann man jederzeit holen. So, das war es mal für die Erinnerung 2. So, wir sehen uns dann gleich für die Erinnerung 3. Wenn euch die Videos gefallen und ihr weitere Folgen sehen möchtet, dann wisst ihr, was zu tun ist. Mittlerweile kennt ihr sicherlich den magischen Knopf zum Abonnieren. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare hierzu. Gibt es ein Spiel, das ihr hier sehen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ciao, tschüss, euer Dom.